Gepäcksysteme von MIG im Gegensatz zu Ragtime, ist das besser, ist das schlechter? Mein Fahrrad hat MIG, was gibt es dafür für Möglichkeiten? Sollte ich eher umrüsten auf Ragtime oder ich habe gar kein Gepäcksystem, ich will ein Gepäcksystem nachrüsten, welches sollte ich eher nehmen, das von Ragtime oder das von MIG? Schauen wir uns heute im Detail an, was das MIG-System bietet, wo die Vorteile sind, mögliche Nachteile und die Entscheidungsgrundlagen. Bleiben Sie dran! Florian Woracek aus dem Fahrradgeschäft Ride Blades in der St. Pöltener Innenstadt. Heute widmen wir uns wieder einem ganz wichtigen Thema. Das Fahrrad wird ja immer mehr zum Lastesel oder wieder zum Lastesel, muss man ja sagen, weil innerstädtisch der Verkehr immer mehr wird. Und hier bieten sich natürlich Gepäcksysteme an. In diesem Fall habe ich ein Gepäcksystem beim Victoria Rad, Gazelle hat es teilweise auch, von MIG montiert. MIK, Mata Ida Konrad. Und funktioniert sehr, sehr ähnlich dem Ragtime-System, nur passt es natürlich nicht zusammen. Das heißt, hier sieht man gekennzeichnet, das MIG-System hat einen eigenen Schlüssel. Das heißt, ohne Schlüssel kommt man da nur sehr schwer dazu und bringt den Korb nicht runter. Das heißt, der Vorteil ist vielleicht sogar ein bisschen, dass man einen kleinen Diebstahlschutz hat. Die Körbe schauen sich ähnlich. Es gibt auch die Montageplatte, das heißt, hier natürlich beim System, beim Victoria habe ich schon den MIG-Gepäckträger montiert. Ich kann natürlich generell die gesamten Gepäckträger nachrüsten. Wenn ich aber einen Gepäckträger habe, der kein Klicksystem hat, gibt es auch die Möglichkeit, eine Carrier-Platte zu montieren von MIK, von MIG. Geht natürlich auf jeden Gepäckträger drauf und schaut so aus wie hier. MIK Mounting is key und kann dies ganz einfach, hier brauche ich es natürlich nicht, weil es schon hat, mit einfachen Imbusschrauben befestigen. In 2-3 Minuten ist es befestigt und ich kann aus jedem Gepäckträger einen MIK Gepäckträger machen um wenig Geld und bin natürlich gut unterwegs. Das heißt, brauche ich den Korb, lasse ich ihn drauf, brauche ich ihn nicht, kann ich ihn relativ schnell runternehmen. Im Notfall, wenn ich ein bisschen Fingergeschick habe, brauche ich gar keinen Schlüssel und rüste mein Rad auf und habe wesentlich mehr Freude. Gibt natürlich andere Körbe auch mit engmaschig, mit größeren Körbe, Koffer, Seitentaschen oder Dreifachpacktaschen und mache mein Rad funktionabler. Mick, was sagen Sie dazu? Was haben Sie für ein Gepäcksystem? Brauchen Sie überhaupt ein Gepäcksystem oder sagen Sie, nein, Rad ist nur Freizeit, einkaufen fahre ich gar nicht damit? Schreiben Sie es uns unten in die Kommentare. Ihr Daumen nach oben, dafür sage ich jetzt schon Danke, ist natürlich Ihr Lohn an uns. Da sagen Sie uns damit, ich bin froh, Firma Red Blades, dass ihr solche Videos macht, dass ihr einen Einblick gibt, ein fundiertes Wissen, ein Hintergrundwissen. Und wenn Sie sich weiter ins Thema reinarbeiten wollen, lesen Sie auch gerne unser kostenloses E-Book, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf. Können Sie alles durchdeklinieren, was für Sie entscheidend ist. Wenn Sie jemanden an die Hand haben wollen, der was Ihnen bei der Entscheidung hilft oder ein Rad kaufen wollen, können Sie natürlich gerne für uns zukommen. Wir haben hier ein Terminvereinbarungstool auf der Homepage. Einfach einen Termin vereinbaren, da sind wir nur für Sie da. Die Möglichkeit besteht auch kostenpflichtig. Allerdings, wenn Sie sagen, ich will mich nur rein informieren, kaufen kommt bei mir nicht in Frage, weil ich will online kaufen und ich will gebraucht kaufen, dann lassen Sie auch uns hier ein bisschen was mitverdienen. Bezahlen Sie die Beratungspauschale und wir beraten Sie gerne über die Ferne. Oder auch wenn Sie sagen, ich möchte außerhalb der Öffnungszeiten Corona-bedingt 1:1 Beratung machen ohne andere Personen, auch das ist kostenpflichtig. Lassen Sie uns einfach diesbezüglich sprechen. Ihr Florian Woracek.